Jetzt geht es um Brokkoli, um das Drei-Phasen-Modell von Kurt Lewin, die Beantwortung der Frage, warum die Revolution von unten kommen muss, oder ein bisschen weniger politisch, warum du selber der Wandel in der Welt sein solltest, den du da draußen sehen willst. Ja, wie komme ich darauf, so ein Change-Prozess-Modell mit einem Brokkoli zu vergleichen? Nun, wenn wir uns diesen Brokkoli genauer ansehen, dann hat er verschiedene Eigenschaften. Der ist klar grün und sicherlich so oder so zubereitet auch ganz lecker. Aber vor allem besteht seine Gesamtform aus vielen kleinen Brokkoli-Röschen, die selbst aussehen wie Miniatur-Brokkoli. Das heißt, dieser Brokkoli ist sich mit seinem Brokkoli-Röschen sich selbst ähnlich. Und das ist in der fraktalen Geometrie so, in fraktalen Formen. Und die finden wir eigentlich überall. Die finden wir, wenn wir rausgucken, an den Bäumen. Die finden wir in Selbstorganisationsprozessen, Ökosystemen und sowas, aber eben auch in unserem Körper, das Adersystem, wie Organe aufgebaut sind und so weiter. Fast alles scheint aus Fraktalen organisiert zu sein oder über Funktionen, die sich dadurch beschreiben lassen. Also selbstähnliche Strukturen. Und deswegen ist es auch super, das auf Lewin anzuwenden, weil Lewin sagt ja, ein System, wenn wir dieses verändern wollen, zum Beispiel eine Organisation, ein Unternehmen oder so, dann passiert das deshalb, weil sich Mitarbeiter und Führungskräfte, also die Menschen, die in der Rolle in diesem Unternehmen wirken, verändern. Das heißt, die vollziehen eine innere Wandlung, wodurch irgendwann das System eine andere Wandlung vornimmt. Das heißt, dieser Brokkoli sieht deshalb aus wie ein Brokkoli, weil diese Brokkoli-Röschen so aussehen wie der Brokkoli und andersrum. Nun ja, und bei Lewin ist es so, dass er eben dieses Modell in Zusammenhang bzw. in Abhängigkeit stellt von der Effizienz des Unternehmens. Das heißt, an einem Anfang ist es ja immer so, dass ein System sehr effizient ist, wenn es stabil ist. Das heißt, wir haben gewisse Attraktoren, die so miteinander wechselwirken, dass das System gut funktionabel ist, eine hohe Effizienz hat. Das heißt, widerständische und veränderungsziehende Kräfte wirken so, dass das System eben nun gerade stabil ist. Und dann geht es eben in dieser ersten Phase bei Lewin darum, dass wir das aufweichen, dass wir da Veränderungsbereitschaft erhöhen, Widerstände abbauen und dadurch in eine Art Bewegung kommen, die in der zweiten Phase ganz wichtig ist. Da versuchen wir Verhalten auszuprobieren, da implementieren wir Maßnahmen, Strategien, machen Trainings und versuchen quasi uns dieser Vision, diesen Weg von A nach B zu gehen, durch Ausprobieren, Trial and Error irgendwie näher zu kommen. Und natürlich ist es, das kennt man selber aus dem eigenen Leben ja auch, wenn man jetzt irgendwas ausprobiert, dann ist man nicht immer erfolgreich, dann fällt man auch mal hin und dann muss man wieder aufstehen und demnach geht die Effizienz in dieser Zeit ein bisschen nach unten. In der dritten Phase, wenn man dann aber merkt, das und das passt ganz gut und das funktioniert gut und das hilft uns eben diesen Schritt zu gehen und zum Beispiel an den Markt anzupassen oder sowas, dann refreest man das in der dritten Stufe wieder. Im Refreeze geht es also um die erneute Stabilisierung. Das heißt, man versucht diese ausprobierten Funktionen, Verhaltensweisen, Organisationskultur zu restabilisieren und dadurch dem ganzen Brokkoli wieder seine Form zu geben. Dann erhöht sich natürlich die Effizienz wieder, weil wir wissen, okay, wir machen das und das produktiv und damit ist die Effizienz oben. So, das heißt, wir brauchen eine kritische Masse an Mitarbeitern, die eben bereit sind, diesen inneren Wandel zu vollziehen, Risiko in Kauf zu nehmen, den Weg von A nach B zu gehen, dann mutiert das System langsam und dann muss es sich wieder einfrieren lassen. Ja, und wenn man jetzt sich vorstellt, dass eben dieser Brokkoli aus diesem kleinen Mitarbeiterröschen besteht und deswegen der Brokkoli so aussieht und nicht wie ein Blumenkohl, dann ist diese Abstraktion ganz gut geeignet. Und wenn wir uns jetzt noch vorstellen wollen, dass wir eben an diesem Brokkoli noch so 5, 6 weitere Brokkoli dran stecken und so einen ganz großen Brokkoli bekommen, das heißt so eine Art Brokkoli-Konglomerat, dann könnte man ja sagen, okay, es ist eine Skalaverschiebung, ne? Dimensionslos, fraktal, es ähnelt dem Kleinen im Großen und so weiter, aber es wäre dann zum Beispiel die Gesellschaft oder das Wirtschaftssystem in Deutschland. Und wenn wir uns jetzt überlegen, ja, in welcher Phase könnten wir uns jetzt denn gerade irgendwie befinden in Deutschland, dann habe ich schon den Eindruck, dass es gerade relativ beweglich ist. Weil ich den Eindruck habe, dass zum Beispiel Studieren nicht so ist, wie mir gesagt worden ist, dass Studieren ist. Ne? Ich muss zum Beispiel ziemlich viel arbeiten oder mich so oder so organisieren, dass ich als Student ein gutes Leben habe oder so. Also kann man annehmen, okay, wir bewegen uns vielleicht gerade. Und dann ist die Frage, wohin bewegen wir uns eigentlich gerade? Weiß denn dieses Brokkoli-Röschen schon, wohin es wächst? Und deswegen will ich hier Bewusstsein schaffen, zu sagen, ey,
im Kleinen wie im Großen. Sei du selbst der Wandel, den du in der Welt sehen willst, und wachse so, erschaffe deine Form und abstrahiere in deiner Vorstellung, welches Röschen du spielen willst in diesem Orchester, mit dem Bewusstsein und der Absicht, zu wissen, dass man den Brokkoli eben mitgestalten kann. Ja, und damit schließe ich und sage, esst mehr Brokkoli.